Jo, was geht? Neues Video. Heute mache ich mal wieder eure Tricks. Ihr wart fleißig, habt sehr, sehr viele Sprünge kommentiert. Allerdings, ja, gibt es heute eine besondere Folge. Wir machen es nicht im Schwimmbad, sondern ja, auf dem Steg, auf dem Tram. Das heißt, einige Tricks davon sind leider nicht drin. Zum Beispiel Backflip, Handstand, solche Sachen werde ich leider nicht machen können. Wird dementsprechend wahrscheinlich auch wenige Tricks geben. Aber ja, ich versuche mein Bestes. Ich habe ein paar lustige Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einfach nur einem Brett. Ich glaube, ein bisschen, ja. Das hat gut funktioniert. Jetzt gibt es ein Brett mit Schraube. Allerdings versuche ich schon beim Absprung im Brett zu sein. Heißt ja, es wird voll gewillt. Das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Schauen wir mal, was rauskommt. Springt. Brett mit Schraube war ganz okay, würde ich sagen. Ich bin nicht sofort drin gewesen, aber habe es dafür dann zum Schluss gut gehalten. Ich soll einen Doppel- oder Dreifach-Tunnel machen. Ich starte mal mit dem Doppel, schau, wie es geht. Vielleicht gibt es dann den Dreifach. Der war richtig gut. Doppeltunnel war eigentlich solide. Vom Gefühl her ist der Triple nicht drin. Thomas meinte allerdings, der geht. Deswegen, ja, denke ich mal, versuche ich es. Wird mein erster Triple-Tunnel überhaupt. Richtig. Wird sensationell. Haut rein. Ich bin überwältigt. Sensationeller Sprung, sensationelles Gefühl. Naja, Spaß beiseite. Jetzt kommt der Quad. Lieber nicht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden für den ersten. Ganz gut. Wir bleiben gleich bei den Tunnelsprüngen. Ich soll einen Doppeltunnel in die Katze machen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Gibt auf jeden Fall eine Bruchlandung. Ja, auch ein neuer Sprung für mich. Ich glaube, es war der Doppeltunnel mit einer Schraube in die Katze. Ich habe auf jeden Fall nicht gewusst, was ich mache. Aber die Katze war da. Ich wollte ihn zwar nicht machen, trifft sich aber ganz gut, weil ich jetzt einen Doppeltunnel mit Schraube machen soll. Probier mit dem mal. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ein bisschen Schraube hat gefehlt, dennoch denke ich, war der okay. Ich habe gehört, ihr wollt noch einen Tunnel sehen. Keinen normalen, diesmal mit Hexe. Heißt, ich nehme den Besen in die Hand. Weiter geht's mit dem Death Dive. Alle Jungs werden mitmachen. Das ist kein Junge. Wir wollen natürlich möglichst viel Style mit reinbringen, irgendeinen Grab. Was machst du? Eine normale Katze. Sensationell, Philipp ist als nächstes dran. Vielleicht einen Frontflip, die Katze werden wir schauen. Ein bisschen zu weit gedreht, ich glaube Philipp versucht ihn gleich nochmal. Ich probiere mal einen Suki in die Katze, habe ich noch nie gemacht. Wird bestimmt gut. Sah anfangs ein bisschen unkontrolliert aus, aber er ist top gelandet. Hat super geklappt, von dem her, ja. Wo sah das unkontrolliert aus? Was kennst du dir? Ich versuche mal eine Doppelschraube und dann in die Katze. Auch sehr schöne Katze, nee, zwei Schrauben. Jetzt würde ich sagen, lassen wir den Chef himself dran. Thomas, du bist dran. Haut rein. Ah, das ist jetzt auf dem Kopf, oder? Sag mal, spinnt der? Ich werde mir die Katze mit einer Schraube gönnen. Wir sehen uns gleich. Haut rein. Wunderschön, Thomas. Ich habe nichts anderes erwartet. Hab mir auch echt Mühe gegeben. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Danke. Katzenrunde ist beendet. Weiter geht's mit dem Suki Full Down. Full Down bedeutet erst den Backflip ziehen, dann die Schraube machen. Stelle ich mir ziemlich schwer vor, weil ich normal den Suki Layout springe und im Layout einen Full Down zu machen wird, glaube ich, schwer. Deswegen versuche ich jetzt beabsichtigt, einen langsamen Suki zu machen, dass ich tacken muss, dass ich rausschrauben kann. Der war nix, das war ein ganz normaler Suki voll. Den probieren wir gleich normal, würde ich sagen. Für mich hat es sich nicht großartig anders angefühlt. Was sagst du dazu, Hannes? Auf jeden Fall besser, ich glaube, den kann man ziehen lassen. Wir machen direkt weiter, es kommt nochmal der Besen zum Einsatz. Es gibt einen Suki. Suki Hexe hat gut funktioniert, war glaube ich auch meine erste. Wir machen direkt weiter, doppelt vorwärts mit Split ins Brett, wird wehtun. Jetzt geht's wieder eine Runde für alle. Wir versuchen so viele Schrauben wie möglich im Vorwärtsalter zu machen. Wer fängt an? Moin. Wie viel? 2,5 vielleicht. Hannes hat eine stabile 2,5 rausgehauen. Wie viel willst du machen? 2,5 vielleicht.
Ihr merkt schon, wir federn nicht hoch, weil man einfach sonst den Salto sehr schnell überfliegt. Überdreht. Ich werde auch wenig federn, versuche aber 5,5. Mindestens 5,5 zu machen. Ja, ich habe circa 4 Schrauben gemacht, bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt geht's direkt weiter. Ich versuche eine heftige Bombe zu machen und dabei einen Ball hochzuschleudern. Cool, oder? Der Ball ist unglaublich hoch geflogen. Jetzt gibt's noch einen schweren Trick. Ich versuche einen Dreifachsalto. Vorwärtssalto, halbe Schraube, Double Back. Double super. War doch relativ locker rum, habe leider meine Beine nicht gescheit erwischt. Jetzt soll ich einen Doppel-Auerbach machen oder einen Full-Randy. Da ich hier keinen Auerbach springe, wird es wohl der Full-Randy werden. Oder magst du den machen, Thomas? Ja, wird schon machen. Dann mach Thomas den Doppel-Auerbach und nicht den Full-Randy. Wunderschöner Doppel-Auerbach von Thomas. Von mir kommt jetzt wie gesagt der Full-Randy. Heißt vorwärts also eine Schraube und dann vorwärts zum zweiten. War ein bisschen zu viel Salto, zu wenig Schraube. Ich würde sagen, gelungener Abschluss des Videos. Ich bin platt, ich brauche nichts mehr. Kommentiert gern wieder neue Sprünge für die nächste Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da. Schreibt das in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Haut rein.